Also, mein Lieblingsspiel im Tantra ist das Wheel of Consent. Das ist ein ganz tolles Spiel. Ich liebe es so, weil wir beide zum Zug kommen. Ich liebe auch die Tantra-Massage. Aber bei der Tantra-Massage ist eben einer der Gebende und einer der Empfangende. Und wenn ich jetzt die Gebende bin, dann habe ich natürlich auch was davon, weil auch das Bespielen macht ja großen Spaß. Aber ich bin eben nicht diejenige, die in dem Moment dann auch eine Berührung erfährt. Und beim Wheel of Consent ist es so, dass wir beide immer im Wechsel uns Wünsche erfüllen können. Und das macht halt unglaublich Spaß. Und vor allem kommen Wünsche zutage oder Bedürfnisse, die wir manchmal von dem anderen noch gar nicht kannten. Und man spielt es immer nur 3 Minuten oder 5 Minuten, sodass man also wirklich auch immer einen Wechsel hat. Und man braucht dafür zum Glück mal keine 2 Stunden. Man kann sich für so einen Abend verabreden und sagen, wollen wir heute Abend mal wieder das Wheel of Consent spielen oder das Liebesspiel. Und dann kann man sich eine halbe Stunde oder eine Stunde dafür Zeit nehmen und hat einfach ganz tolle Sinneserlebnisse.